Genau, dann steigen wir doch direkt ein zur Frage, was Rechtsextremismus ist. Prinzipiell vielleicht vorab, wenn man sich mit Rechtsextremismus beschäftigt, fällt einem zunächst mal auf, da gibt es eine Fülle an Begriffen, die teilweise synonym verwendet werden, die oft auch nicht näher definiert werden, also vielleicht Begriffe, die Sie auch kennen, neben dem Rechtsextremismus sowas wie Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismus, neue Rechte und so weiter und so fort. Deswegen war es mir wichtig, dass wir mal eine gute Grundlage erarbeiten, was denn nun Rechtsextremismus ist. Und da habe ich mich orientiert an der Definition von Willibald Holzer, die er im Jahr 1993 quasi publiziert hat in einem Handbuch, das auch das DÖRF herausgegeben hat. Das ist das Handbuch des Rechtsextremismus. Ich glaube sogar, dass es das online gibt zum Runterladen. Gibt es nicht, aber auch will haben. Irgendwie kann man sich die Bücher kaufen für 5 Euro oder so, habe ich auch gemacht für diesen Vortrag. Zahlt sich aus, ist vielleicht nicht so der niederschwelligste Einstieg, aber gibt eine sehr gute Übersicht darüber, was quasi zentrale ideologische Bestandteile des Rechtsextremismus angeht. Habe ich heute auch nicht mitgenommen, leider, weil es mir ein bisschen zu schwer war. Ist so ein 700-Seiten-Buch, glaube ich. Genau, und ich möchte jetzt Ihnen einfach kurz vorstellen, was quasi die ideologischen Bestandteile des Rechtsextremismus sind. Hier auch quasi grob aufgelistet. Prinzipiell kann man sagen, mit Blick auf Ideologie und politische Zielsetzungen des Rechtsextremismus, dass dieser ein spezifisches Weltbild anbietet, welches Individuen erlaubt, sich zu orientieren, sozioökonomisch-politische Entwicklungen einzuordnen und auch vor allem selbst irgendwie quasi seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, also auch spezifische, auch nach Geschlecht geteilte Verortungen ermöglicht. Und was auch wichtig ist, ist, dass der Rechtsextremismus auch für Handeln irgendwie Anleitungen gibt und auch hier quasi Orientierung ermöglicht, wesentlich für die rechtsextreme Ideologie, und das wird uns auch durch den gesamten Vortrag noch begleiten, ist das Bestreben, Individuen in quasi natürliche, bergende Gemeinschaften einzuordnen und eben auch hier eine Hierarchisierung vorzunehmen. Ich werde dazu auch gleich nochmal mehr sagen. Die zentrale Grundlage rechtsextremer Ideologie ist ein bestimmtes Verständnis von Natur, das absolut gesetzt wird. Das heißt, eine Idee von Natur, die quasi Gott gewollt ist, und von diesem Naturverständnis werden dann quasi natürliche Gesetze abgeleitet, die nicht nur politische Forderungen begründen, sondern auch eine bestimmte soziale Ordnung begründen, die es dann eben gemäß der rechtsextremen Ideologie umzusetzen gilt. Das bedeutet beispielsweise konkret, dass Rechtsextreme von einer naturgewollten natürlichen Ungleichheit ausgeht zwischen Menschengruppen, aber auch zwischen den Geschlechtern, auch dazu werde ich noch mehr sagen. Ausgehend also von dieser eben als natürlich gottgewollten Ungleichheit ist es ein Anliegen rechtsextremer Ideologie, eine Gesellschaft zu verwirklichen, in der sich diese Ungleichheit auch strukturell widerspiegelt. Menschen bzw. Gruppen von Menschen werden so in einer eben hierarchisierenden Logik begriffen, in der manche Menschen oder eben Personengruppen qua Natur mehr wert sind als andere. Also eben diese Ungleichheit auch eben in einer Wertigkeit sich hierarchisch widerspiegelt. Da diese Ungleichheit eben als etwas Natürliches verstanden wird, bedeutet das auch, dass sie unumstößlich ist, dass man sie nicht hinterfragen kann, dass quasi, dass bestimmte Personengruppen mehr wert sind als andere, ist auch nichts, was dann diskutiert werden kann. Das heißt eben, das ist eine sehr dogmatische, unumstößliche Überzeugung. Und zentral hier, als erster Punkt, der hier auch angeführt ist, ist die Idee des Volkes, also unter Anführungszeichen jetzt verstanden, beziehungsweise eine Volksgemeinschaft. Und hier ist wesentlich, dass diese Volksgemeinschaft wie ein lebendiger Organismus verstanden wird. Das heißt, eine Volksgemeinschaft kann zum Beispiel stark sein oder eben auch bedroht sein oder schwach sein, geschwächt sein. Und das Volk kann man, also dieser Begriff von Volk kann man sich vorstellen wie eine unentrinnbare Schicksalsgemeinschaft. Und zugleich ist das Volk quasi der notwendige Rahmen für den Erhalt von völkisch-kultureller Identität bzw. traditionalen Lebenszusammenhängen.
Und hier ist auch die Idee, in diesem Volk hat quasi jede Person einen sicheren Platz, ist sozioökonomisch abgesichert. Das heißt, hier geht auch ein bestimmtes Versprechen mit einher, dass wenn man irgendwie Teil dieser Volksgemeinschaft ist, man eben ein sicheres, erfülltes Leben führen kann. Und vor diesem Hintergrund versteht man dann vielleicht auch, warum so Globalisierungsentwicklungen kritisch gesehen werden oder Globalisierung als etwas Bedrohliches imaginiert wird. Beziehungsweise nicht nur Globalisierung, sondern halt eben alles, was damit einhergeht. Also beispielsweise auch Migration, eben ein sehr großer Punkt in der rechtsextremen Ideologie. Aus diesem Glauben an eine vermeintlich natürliche Volksgemeinschaft ergibt sich dann auch ein starkes, selbstüberhöhendes Wir-Gefühl. Und aus dieser ethnozentristischen Position, sprich Ethnozentrismus bezeichnet oder bedeutet, dass man das eigene Volk in den Mittelpunkt stellt, ergibt sich dann auch logisch, dass andere Völker unterlegen sind oder halt weniger wert sind oder aber quasi die eigene Volksgemeinschaft bedrohen. Und hieraus wiederum leitet sich dann schon logisch ab, irgendwie halt der Rassismus, das Ausgrenzen irgendwie von Angehörigen fremder Volksgemeinschaften, die eben das eigene Volk bedrohen in der Logik, in dieser quasi rechtsextremen Logik. Passend hierzu auch das Konzept des Ethnopluralismus, vielleicht auch schon ein Begriff, der Ihnen untergekommen ist. Der findet sich beispielsweise wieder in der Sprache von neuen Rechten, also quasi neue Rechte ist eine Selbstbezeichnung auch von Rechtsextremen, die eben in ihrem Erscheinungsbild sich auch bewusst abgrenzen wollen von dem, was man sich vielleicht früher unter einem Rechtsextremen vorgestellt hat, also weiß ich nicht, jetzt ganz platt vielleicht, Glatze, Springerstiefel und so weiter und so fort. Zeigt sich ganz gut, beispielsweise, falls Sie diese Gruppierung kennen, bei den Identitären, die ein sehr akademisches Auftreten haben, ein sehr intellektuell gebildetes Auftreten haben, die auch in ihrer Kleidung, ja, ich glaube, Hipster ist vielleicht verkürzt gesagt das Schlagwort, also sehr anschlussfähig auch auftreten. Und eben laut diesem Begriff Ethnopluralismus ist quasi die Idee, dass jedes Individuum naturhaft Teil eines konkreten Volkes ist und auch nur in diesem Volk verortet, was ein erfülltes Leben führen kann oder halt sich nicht selbst entfremdet wird. Das heißt, damit ist auch Bestandteil einer rechtsextremen Ideologie, kennen Sie vielleicht auch diese Phrase oder diese politische Forderung nach dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung oder irgendwie anders gesagt, vielleicht Deutschland den Deutschen, XY den jeweilig irgendwie anderen Personengruppen. Und was hier also auch in diese rechtsextreme Logik oder ein Bestandteil dieser Ideologie auch ist, und das vielleicht nur schlagwortartig, sind Begriffe wie Antiliberalismus, Antipluralismus, das heißt für Vielfalt oder für ja, Individualität ist kein Platz. Sowas wie Autoritarismus ist Bestandteil rechtsextremer Ideologie, aber auch Antisozialismus, also alles, was Sozialismus, Marxismus, Kommunismus ist auch alles böse und bedroht quasi eine gesunde Volksgemeinschaft. Oder um es anders zu sagen, jegliches Streben nach Individualisierung, aber auch jegliches Bemühen beispielsweise um Klassen- oder geschlechterspezifische Emanzipation bedroht in dieser Ideologie das Volk. Bald ist der harte Theorieteil vorüber. Das heißt eben in der weiteren logischen Konsequenz, dass jegliche demokratischen Entwicklungen, die gesellschaftliche Ungleichheiten abbauen wollen, also jegliche progressiven, linken, emanzipatorischen, politischen Bemühungen abgelehnt werden oder gar auch aktiv bekämpft werden. Da werde ich nachher auch noch ein paar Beispiele zeigen, um das zu verdeutlichen. Das heißt, Kämpfe von der LGBTIQ-Bewegung für gleiche gesellschaftliche Teilhabe, wenn Sie vielleicht irgendwie mitbekommen haben, als es in Europa oder auch in Österreich die Einführung des Rechts auf gleichgeschlechtliche Ehe gab, gab es zum Beispiel in Frankreich wirklich große Proteste, also die auch zum Teil von Rechtsextremen mitgeführt und mitgetragen wurden.
Sowas wie Sexualaufklärung in Schulen ist auch ein sehr Dauerthema, hat man das Gefühl, wo dann auch, und das ist auch ein häufiges Narrativ oder irgendwie so dieses, quasi Kinder müssen geschützt werden. Da werde ich jetzt in dem Vortrag nicht näher drauf eingehen, aber vielleicht, wenn das etwas ist, was Sie spannend finden, können wir das in der Diskussion uns auch näher anschauen. Aber auch sowas wie gewerkschaftliche Organisationen zum Beispiel wird abgelehnt. Sozialstaatliche Besserungen für vulnerable Gruppen, Bestrebungen, mehr politische Partizipation generell aller Menschen zu ermöglichen, ist alles etwas, was sich in der rechtsextremen Ideologie nicht ausgeht. Auch Forderungen und Errungenschaften feministischer Kämpfe, also darüber werden wir nachher ja eher auch nochmal genauer reden, aber vielleicht trotzdem kurz. Also auch ein Feminismus wird abgelehnt, weil es quasi diese Ideologie der Ungleichheit auch zwischen den Geschlechtern bedroht. Das heißt, damit einhergeht auch, und eben hier das Stichwort auch des Autoritarismus, ein Bedürfnis nach einem starken Staat, der autoritär durchgreift und die natürliche gesellschaftliche Ordnung erhält oder eben wiederherstellt. Auch ein sehr wichtiger Punkt rechtsextremer Ideologie, Stichwort Feindbildkonstruktionen oder das Identifizieren von Sündenböcken. Das heißt, was sind denn in der rechtsextremen Ideologie beispielsweise Feinde? Das sind dann jene Personen, die die rechtsextreme Erzählung beispielsweise der natürlichen Gesellschaftsordnung und hiervon abgeleitete Gegenwartsanalysen kritisieren oder ablehnen oder aber die völkische Zukunftsidylle stören. Diese gilt es zu bekämpfen, sei es mit struktureller Gewalt oder eben auch im Extremfall mit physischer Gewalt. Also, fällt mir jetzt konkret ein Beispiel ein. Ich glaube, antifeministische Kämpfe sind ein gutes Beispiel dafür, vielleicht FPÖ und so weiter und so fort. Oder dass Kämpfe für das Recht vielleicht auf Schwangerschaftsabbrüche und so weiter und so fort, hat sich auch irgendwie von rechtsextremer Seite in den letzten Jahren einiges getan. Genau. Und um wieder auf Willibald Holzer nochmal zu rekurrieren, er sagt, dass diejenigen Feindgruppen, die am gefährlichsten und am bedrohlichsten eingeschätzt werden, dann quasi in den Status der Sündenböcke erhoben werden. Und diese Sündenböcke sind dann auch aus dem Bereich des Humanen ausgesondert, das heißt, ihnen wird das wird auch abgesprochen, dass sie quasi, also dieser menschliche Status auch abgesprochen, und sie werden für alle rational nicht aufgelösten Misslichkeiten der Gegenwart verantwortlich gemacht. Das heißt, sei es dann Arbeitslosigkeit bei autochthonen Österreichern, Österreicherinnen, ein ausgehöhlter Sozialstaat, was auch immer, irgendwie, das sind dann quasi, da gibt es dann irgendwie Sündenbock. Gruppen, das sind halt irgendwie vor allem, weiß nicht, MigrantInnen oder irgendwie in den letzten Jahren verstärkt auch geflüchtete Menschen, die quasi zu Sündenböcken oder auch FeministInnen, die quasi die Gesellschaft zersetzen, unter Anführungszeichen. Das wären Beispiele vielleicht für Sündenböcke in der rechtsextremen Ideologie. Auch wichtige Schlagwörter, auf die ich jetzt vielleicht nicht näher eingehe, sind Traditionsbezug. Sowie auch eine bestimmte nationalisierende Geschichtsbetrachtung, das heißt, dass nationale Geschichte mitunter auch revisionistisch betrachtet werden kann, wenn es quasi im Widerspruch stehen würde zur rechtsextremen Ideologie, damit diese nicht sich in Widersprüchen verfängt. Und andererseits aber auch eine umbrüchige Identifizierung mit der eigenen Geschichte des eigenen Volkes ermöglicht. Das heißt, dazu gehören dann auch apologetische, revisionistische Interpretationen des Nationalsozialismus zum Beispiel. Also das, was man vielleicht kennt unter Shoah-Relativierungen. Genau, das sind die zentralen Bestandteile der Ideologie nach Holzer. Da gibt es auch schon Erweiterungen, zum Beispiel von Schiedler. Und das gibt es aber, glaube ich, digital. Ich habe generell Ihnen eine Liste auch erstellt mit Literatur, die auf der quasi der Vortrag basiert, und auch weiterführender Literatur und sogar einer Doku, die hoffentlich irgendwie vernünftig ist. Ich habe sie mir nämlich selber nicht ganz angeschaut.
Das heißt, wenn Sie dann generell dann noch sich vertiefend reinlesen wollen, gerade Willibald Holzer sind, glaube ich, so 90 Seiten, können Sie das tun. Genau, noch kurz vielleicht. Was ist jetzt Neonazismus? Neonazismus prinzipiell wiederum angelehnt an Holzer. Darunter kann alles verstanden werden, was also jene Programme, Organisationen oder Einstellungen, die quasi an zentralen Merkmalen der historischen Erscheinungsformen des Nationalsozialismus in hoher Authentizität und Dichte anknüpfen oder gar dessen Wiedereinrichtung anstreben. Also quasi Personen, die den Nationalsozialismus halt wieder haben wollen, so ganz verkürzt gesagt. Kurz zur rechtlichen Situation. Rechtsextremismus per se ist nicht strafbar. Es gibt allerdings drei Gesetze, die hier für uns bei diesem Thema relevant sind. Auf die kann ich auch kurz eingehen. Das ist einerseits das Wiederbetätigungs- und Verbotsgesetz. Nach diesem Gesetz sind alle Handlungen strafbar, die eine Betätigung im nationalsozialistischen Sinn darstellen. Das heißt beispielsweise die Verherrlichung von Hitler, die Darstellung nationalsozialistischer Symbole und quasi in diese Richtung. Und auch strafbar ist die Gründung, Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung oder Unterstützung einer nationalsozialistischen Organisation oder die Aufforderung dazu. Was auch strafbar ist, und das ist vielleicht gar nicht so unrelevant, das zu wissen, ist die öffentliche Leugnung, die gröbliche Verharmlosung oder das Gutheißen bzw. Rechtfertigen des National, also des nationalsozialistischen Völkermords bzw. anderer national sozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vielleicht eben gut zu wissen im Sinne von, das passiert ja auch sehr oft, wenn man im Internet unterwegs ist, in Kommentarspalten, dass entsprechende Äußerungen fallen und das kann tatsächlich angezeigt werden. Das zweite Gesetz ist das Symbole- und Abzeichengesetz. Das verbietet, also das Abzeichengesetz verbietet wiederum in Bezug auf den Nationalsozialismus das Zeigen von entsprechenden Symboliken in der Öffentlichkeit. Das heißt auch, inkludiert sind jegliche Abzeichen einer in Österreich verbotenen Organisation, sprich beispielsweise der NSDAP und irgendwie den dazugehörigen Suborganisationen, auch offensichtliche Ersatzsymbole, also Symbole, die quasi versuchen, das Gesetz zu umgehen, indem sie halt das Symbol ein bisschen verändern, sind strafbar. Auch das vielleicht gut zu wissen. Das Symbolgesetz regelt, welche Symbole nicht gezeigt werden dürfen öffentlich. Da fällt unter anderem beispielsweise das Logo der rechtsextremen Gruppierung der Identitären darunter oder ihrer Rebranding-Tarnorganisation Die Österreicher. Genau, als ein quasi aktuelles Beispiel, das war Juli 21, wurde es verboten. Das heißt, seither können Sie Ihre diversesten Vlogs, Videos, Artikel und so weiter nicht mehr mit Ihrem Logo versehen. Und das dritte relevante Gesetz betrifft Verhetzung. Bei der Verhetzung werden zum einen jene Äußerungen bestraft, die auf die Herbeiführung von Gewalt oder Hass gegen bestimmte Personen oder bestimmte Personengruppen abzielt und zum anderen Äußerungen, die auf die Verächtlichmachung von Personengruppen abzielt. Das heißt, auch das kriegt man vielleicht immer wieder mit in den Medien, dass bestimmte Aussagen auch teilweise von etablierten Politikern getroffen werden, wo dann geprüft wird, ob es Verhetzung ist. Dann, vielleicht auch nicht uninteressant, vielleicht an dieser Stelle noch ein bisschen vorgegriffen, aber wir merken uns das einfach dann für den weiteren Vortrag. Hat mich natürlich interessiert, wie schaut es denn eigentlich jetzt aus mit konkreten Straftaten und wie ist hier die Geschlechterverteilung? Und die Suche war kurz und ernüchternd. Es wird in der Regel rechtsextreme Straftaten nicht nach Geschlecht aufgedröselt angeführt. Schade natürlich, aber jetzt auch vermutlich nicht unüblich. Aber ich habe trotzdem für Sie, Sie haben Glück, etwas gefunden, wo quasi im Zeitraum 2021, Jänner bis Ende Juni, wurde sich angeschaut. Auch hier der Vergleich zum Vorjahr haben wir 443 quasi
Tathandlungen, die strafrechtlich relevant waren. Im Vergleich zum Vorjahr in der gleichen Zeitperiode waren es 314, das heißt, wir haben hier auch einen Anstieg zu verzeichnen. Leider war die Berichterstattung über diese Statistik auch jetzt nicht sonderlich ergiebig. Was ich da noch rauslesen konnte, waren das ca. 100 Tathandlungen, von diesen eben 443 im Internet stattfinden, also nicht unwesentlich, würde ich sagen. 251 Tathandlungen waren Verstöße gegen das Verbotsgesetz. Und bei 300 von den 443 Tathandlungen wusste man quasi, wer der Täter oder die Täterin war. Und hier haben wir gesehen, dass 29 Frauen quasi hier beteiligt waren. Ich habe es sogar für Sie ausgerechnet, das sind 9%. Und ich glaube, das deckt sich auch ein bisschen mit der geschätzten Zahl, wenn man sich so Straftaten anschaut, sind glaube ich so 10%. Zumindest ist es mir auch noch woanders umgekommen. Das heißt, wir sehen, der Großteil der Straftaten wurde von Männern begangen, sofern eben das Geschlecht bekannt war. Aber ich würde sagen, 9% ist auch nicht so. Also auch Frauen sind ja durchaus, fallen strafrechtlich relevant auf. Und das fand ich jetzt eben auch interessant, sich genauer anzuschauen. So, jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Materie rein. Und zwar die Frage eben, wie jetzt konkret abgeleitet von dieser Ideologie, die wir jetzt gehört haben, eben mit Natur und Natürlichkeit und einer natürlichen Ungleichheit vor allem, wie schlägt sich das jetzt konkret bei quasi dieser Geschlechterfrage auch nieder? Vielleicht kurz ein ganz kurzer Abriss über die Entwicklung auch geschlechtersensibler Rechtsextremismusforschung in Österreich. Prinzipiell gibt es hier große Leerstellen. Also Geschlecht, irgendwie, dass sich Geschlecht angeschaut wurde, hat eigentlich so, sagen wir mal, vielleicht in den 80ern angefangen, hat sich dann in den 90ern auch nochmal ein bisschen intensiviert und war auch sehr stark gekoppelt an die Frage von einem kritischen, vor allem auch feministischen und geschichtswissenschaftlichen Blick auf die Rechtsextremismusforschung, vor allem eben in Bezug auf den NS, wo es halt um die Frage ging, waren Frauen im NS auch Täterinnen? Natürlich waren sie das. Aber, und dazu kommen wir auch noch irgendwie, aufgrund eines sexistischen oder halt bestimmten stereotypen Frauenbildes, dass Frauen halt eher als friedlich und fürsorglich imaginiert, ist das irgendwie in der Forschung halt untergegangen, sich das vielleicht anzuschauen, irgendwie Frauen auch vielleicht Täterinnen gewesen waren. Und wir wissen heute natürlich, dass es so war. Und das hat dann auch generell angestoßen, dass man sich die Frage gestellt hat, ja, wie schaut es denn aus eigentlich mit rechtsextremen Frauen heutzutage? Und viel Forschung gibt es nicht. Ich habe auch ein paar Bücher mitgenommen. Falls nachher noch Zeit und Lust da ist, können Sie da auch gerne stöbern. Beziehungsweise in der Literaturliste gibt es auch noch vielleicht ein paar gute Anfangspublikationen, wo man sich reinlesen kann. Ich fand zum Beispiel dieses Buch hier sehr gut und werde daraus auch nachher noch ein bisschen etwas vorlesen. Rechtsextreme Frauen, Analysen und Handlungsempfehlungen für soziale Arbeit und Pädagogik. Also auch die Frage von wie tun eigentlich mit rechtsextremen Frauen so in alltäglicheren Kontexten, eben wenn es einem, weiß nicht, in der Schule irgendwie unterkommt oder eben im Frauenhaus und so weiter und so fort. Also falls jemand von Ihnen so aus der Praktikerinnenseite kommt, ist das Buch vielleicht für Sie interessant. Genau. Das heißt, wichtig für die Entwicklung der geschlechtersensiblen Rechtsextremismusforschung war eben eine bewusste Reflexion, ein Abstand nehmen von dieser Idee der Frau, der friedfertigen Frau in der Opferrolle und andererseits anzuerkennen, dass Frauen, wie wir gerade auch bei der Statistik gesehen haben, vielleicht weniger häufig Straftaten begehen oder halt konkret physische Gewalt ausüben als Männer, dass sie aber genauso einer rechtsextremen Ideologie irgendwie anhängen können wie Männer. Also dass hier quasi auf der Ebene Frauen lange auch einfach nicht so ernst genommen wurden wie Männer. Und wir werden auch nachher noch an einem konkreten Beispiel sehen, dass das tatsächlich heute auch noch häufig passiert, dass rechtsextreme Frauen politisch nicht so ernst genommen werden wie Männer. Genau. Und generell vielleicht ist der Wissen, also es gibt sehr viele Forschungslücken auch nach wie vor, es gibt noch sehr viel als Auftrag auch für die Wissenschaft, sich geschlechtersensibel Rechtsextremismus anzuschauen. Und da geht es dann auch nicht nur darum, dass man sich anschaut,
wie sind Weiblichkeitskonstruktionen im Rechtsextremismus oder was machen eigentlich konkret rechtsextreme Frauen, sondern auch Männlichkeit war etwas, was halt sehr lange als implizit irgendwie angenommen wurde und nicht tatsächlicher Gegenstand auch von der Analyse war. Das heißt auch hier, und ich glaube, es ist ja auch ein Teil der Vortragsreihe, Männlichkeit, Rechtsextremismus, also falls Sie generell auch das noch interessiert, kommen Sie zum nächsten Vortrag, um hier gleich Werbung zu machen. Genau, in Deutschland weiß man ein bisschen mehr, das liegt aber auch daran, dass in Deutschland halt generell auch mehr Rechtsextremismusforschung passiert, beziehungsweise auch institutionalisiert passiert und halt auch einfach mehr Gelder für diese Art von Forschung zur Verfügung gestellt werden als in Österreich. Generell für das Thema Rechtsextremismus ist natürlich in Österreich das DÖRF irgendwie, also das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, immer eine gute erste Anlaufstelle. Und da finden Sie auch ganz viel Literatur, Bücher oder auch so allgemeinere Informationen. Genau. Um zur Sache zurückzukommen, diese eben natürlich dargestellte Ideologie der Ungleichheit bezieht sich eben nicht nur dann auf Ethnien, Nationen und so weiter und so fort, sondern auch auf konkret Geschlecht und konkreter ein bestimmtes traditionelles, auf Unterordnung beruhendes Frauenbild. Vielleicht kennen Sie diese Phrase, was man hier, also so diese Phrase von Männer und Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das heißt, in der rechtsextremen Ideologie wird davon ausgegangen, Männer und Frauen sind quasi gleich viel wert, aber qua Natur sind sie fundamental unterschiedlich. Das heißt, sie haben davon abgeleitet auch unterschiedliche Aufgaben und Rollen innerhalb quasi ihres Volkes, die sie zu erfüllen haben, damit die Volksgemeinschaft auch gesund bleibt und stark bleibt. Das heißt irgendwie zum Beispiel, was heißt das für das Männlichkeitsbild, vielleicht kennen Sie das eh, diesen Begriff der soldatischen Männlichkeit. Das heißt, Männer sollen stark sein, sie sollen wehrhaft sein, sie sollen quasi die Volksgemeinschaft verteidigen können und zugleich auch quasi ihre Frauen und ihre Kinder schützen. Also so quasi ein sehr eindimensionales Männlichkeitsbild, wo auch nicht viel Platz ist, sag ich mal, für Vielfalt, eben was wir auch schon gehört haben, so dieser antiplurale Moment. Und quasi damit komplementär, das heißt irgendwie sich quasi ergänzend, sind Frauen dann, sollen die Tugenden pflegen, sollen quasi die Kultur, die Tradition aufrechterhalten, sollen Kinder bekommen, also quasi auch die Frau als Schlüsselrolle auch, um quasi den Volkskörper lebendig zu halten, heißt irgendwie Kinder bekommen und halt auch quasi mit wem Frauen dann Kinder bekommen, ist ja dann auch quasi im logischen nächsten Schritt relevant. Also das ganz kurz jetzt vielleicht gesagt, das Ganze wird eben sehr pseudowissenschaftlich biologistisch argumentiert und begründet, gibt auch nicht viel Raum für Abweichungen. Und natürlich heißt es halt auch einerseits diese quasi als natürlich argumentierte Aufgabenverteilung, aber es heißt halt auch in anderen Bereichen beispielsweise eine Heterosexualität halt irgendwie nicht nur als Norm, sondern alles, was quasi davon abweicht, ist wieder natürlich und muss quasi bekämpft werden, weil es eben wiederum als bedrohlich wahrgenommen wird. Das heißt, hier ist auch der Moment vielleicht begründet, warum dann Lesben, Schwule, Transpersonen und vor allem Transpersonen in den letzten Jahren oder auch sehr aktuell ein Feindbild der extremen Rechten darstellen, die eben die Volksgemeinschaft bedrohen. Auch irgendwie Adoption von LGBTIQ-Personen, Ehe von LGBTIQ-Personen, also das ist quasi die, wenn Lesben und Schwule heiraten, dann wird diese Institution Ehe quasi zersetzt und bedroht und so weiter. Also zersetzt unter Anführungszeichen. Aber so leitet sich hier alles eigentlich dann in dieser Logik ab. Genau. Und Feminismus, um das vielleicht auch kurz hier schon reinzubringen, ist dann quasi auch hier etwas, was bekämpft werden muss, weil Feminismus diese Geschlechterordnung fundamental bedroht. Feminismus sagt,
Leute sollen selbst entscheiden und vor allem Frauen sollen selbst entscheiden, wie sie ihr Leben leben, ob sie Kinder haben wollen, ob sie arbeiten gehen wollen, wie sie sich anziehen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig der antifeministische Vorwurf, Feminismus würde quasi Männer verweiblichen. Feminismus würde Männer weniger wehrhaft machen. Also ein sehr großes Thema, wo dann quasi imaginiert wird von der extremen Rechten, Österreich oder Europa hätte keine wehrhaften, starken Männer mehr und jetzt sind alle Männer plötzlich verweiblicht und so. Was dann durchaus ja auch anschlussfähig ist, also an breitere Teile der Gesellschaft, die vielleicht auch antifeministisch eingestellt sind. Und dazu werde ich aber später noch mehr sagen, zur Scharnierfunktion auch von Antifeminismus, unterschiedliche quasi reaktionäre oder konservative auch Strömungen zusammenzuführen in ihren politischen Kämpfen. Genau. Prinzipiell hat, also jetzt natürlich die Frage, warum sind Frauen angezogen von einer Ideologie, wo ihnen so eine fixe oder wo so einfach so patriarchale Ideen so fundamental Bestandteil sind. Es hat natürlich schon auch Funktionen oder Vorteile von Frauen, sich quasi rechtsextrem zu orientieren. Beispielsweise sind sie zwar immer den Männern untergeordnet, aber das nach unten treten funktioniert ja trotzdem noch, weil sie haben einerseits dann vielleicht also dieses Versprechen auch von Schutz in rechtsextremen Kontexten. Sie sind geschützt vor Gewalt, vor sexualisierter Gewalt, vor allem dann eben in dieser Idee von, also diese rassistisch aufgeladene Idee von der Bedrohung durch migrantische Männer, durch geflüchtete Männer. Hier bietet quasi der rechtsextreme Zusammenhang Schutz und Sicherheit. Natürlich auch, und das gilt dann auch für rechtsextreme Männer, ein Absichern von Privilegien, das heißt ein Erhalt des Status quo. Prinzipiell auch natürlich, und das gilt auch für Männer, ein Identitätsangebot, eine Komplexitätsreduktion. Eben es ist durch Globalisierung, Neoliberalismus und so weiter und so fort, haben wir auf eine bestimmte Art ja auch mehr Möglichkeiten vielleicht als noch vor ein paar Jahrzehnten, wie wir unser Leben führen wollen. Und zugleich ist es ja auch für viele Leute, vor allem junge Menschen, oft auch eine extreme Überforderung und so. Und hier, und das gilt jetzt auch nicht nur für den Rechtsextremismus, können halt so extremistische Bewegungen Angebote setzen, die für bestimmte, vor allem vulnerable, junge Personen attraktiv sein können. Genau. Eben kurz hier zur Frage, weil, also ich bin auch drauf gekommen, weil es in dem Buch eben thematisiert wurde. Das bezieht sich jetzt auch sehr stark auf den deutschen Kontext, zur Existenz quasi von Partnerschaftsgewalt in rechtsextremen Beziehungen oder generell auch sexualisierte Gewalt, Übergriffe, Frauenfeindlichkeit in rechtsextremen Kontexten. Da weiß man auch nicht so viel. Also prinzipiell ist Rechtsextremismus ja per se, sei es in der Ideologie, in der Sprache oder auch im konkreten Tun, sehr gewalttätig, gewaltförmig. Das heißt, es ist jetzt auch keine Überraschung, dass Partnerschaftsgewalt hier als Thema relevant ist. Und andererseits wissen wir natürlich auch, Gewalt gegen Frauen gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten, in allen Kontexten, in allen Bereichen leider. Das heißt, auch von der Ebene aus ist natürlich nicht überraschend, dass es auch in rechtsextremen Kontexten Thema ist. Frauen sind hier aber natürlich von einem tatsächlich fundamentalen Widerspruch eigentlich, also mit einem fundamentalen Widerspruch konfrontiert, weil einerseits ihnen ja auch ein Versprechen gegeben wurde, dass sie geschützt werden, dass sie sicher sind und in diesem Moment irgendwie der Gewaltbetroffenheit dieses Versprechen halt nicht eingelöst wird. Man weiß auch quasi über quasi die Existenz von Gewalt teilweise von Aussteigerinnen, die dann eben darüber berichten. Das heißt, hier sind Aussteigerinnen auch eine sehr relevante Quelle, um halt dieses unter Verschluss halten auch der Gewalt, die halt da ist, irgendwie zu erfahren. Und zugleich für eben die Praktikerinnenseite halt diese Problematik, was macht man denn, wenn im Frauenhaus eine rechtsextreme Frau ist, die beispielsweise im Buch, da haben sie das Beispiel gebracht, dass halt eine Frau in einer Schutzwohnung war
und dann Flyer nach Hause gebracht hat von einer rechtsextremen Veranstaltung und quasi so diese Herausforderung dann spezifisch, geht jetzt am Thema vorbei, ich fand es spannend, aber diese spezifische Herausforderung, dass rechtsextreme Frauen im Gewaltschutz andocken und dann zugleich Täterin sein können, aber auch Opfer. Weil natürlich das Frauenhaus soll ein Schutzraum für alle Frauen sein, aber der Moment, wo dann quasi eine Frau als rechtsextrem erkannt wird, vielleicht ihre Ideologien auch nicht vor der Tür lässt und dann beispielsweise, weiß ich nicht, migrantische Frauen anwesend sind, lesbische Frauen anwesend sind und so weiter und so fort, wird es halt tricky. Hab leider zu Österreich nichts gefunden, irgendwie zu diesem Themenkomplex. Wäre vielleicht auch ein Thema, was für die wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht unrelevant wäre. Und vielleicht ganz kurz, habe ich nicht aufgeschrieben, aber es gibt eine kleine Studie, die ich in Deutschland gefunden habe, weil natürlich die Frage ist, die ich mir gestellt habe, okay, wie häufig ist denn das überhaupt Thema? Und es gab eine kleine Studie, Moment, die ich gefunden habe, die ich nicht in meinem Text drin habe, doch, hier. Genau, das war eine Umfrage mit allen Frauenhäusern in Deutschland. Das war 2016 und damals waren es 364 Frauenhäuser, Einrichtungen insgesamt. Und von diesen 364 haben insgesamt ca. 40 Frauenhäuser berichtet, dass sie Kontakt mit Rechtsextremen, also dass sie quasi rechtsextreme Klientinnen hatten. Und dass die Dunkelziffer auch weitaus höher vermutet wird. Das heißt, das sind keine Einzelfälle. Aber eben, ich finde es also auch nicht überraschend, wenn man halt in einem Umfeld ist, wo Frauen halt prinzipiell untergeordnet sind und so weiter und so fort, dass halt dann irgendwie es auch zu Gewalt kommt. So, wir schreiten voran zu den Betätigungsfeldern. Die sind natürlich mannigfaltig und ich kann jetzt auch und werde auch nicht auf alle eingehen und eher so vielleicht so schlaglichtartig das vorstellen. Prinzipiell wissen wir es ist vielleicht auch klar, rechtsextreme Frauen sind halt in der gesamten Gesellschaft in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig. Sei es, wie ich dann nachher als Beispiel auch noch anführen werde, zum Beispiel auch in der frühkindlichen Pädagogik, also in Kindergärten zum Beispiel und so weiter, in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit, als Lehrerinnen, in Elternbeiräten, oder aber, wo man quasi auch mehr Wissen vielleicht hat, in so Gruppierungen, also so Einsätze im parteiförmigen Rechtsextremismus, also quasi rechtsextreme Frauen, die in der FPÖ engagiert sind, oder in deutschnationalen Mädelschaften, also quasi das Pendant zu Burschenschaften, die quasi sich in universitären Kontexten bewegen. Mittelschaften gibt es 7 aktuell in Österreich, 7 oder 8. In Wien gibt es 2, 3. Ich werde nachher zu einer Mittelschaft auch noch ein Beispiel bringen, das heißt, wir können uns das ja dann da auch nochmal irgendwie anschauen. Dann sind rechtsextreme Frauen natürlich in rechtsextremen Gruppierungen, eben schon ein paar Mal jetzt erwähnt, die Identitären aktiv, wobei man sagen muss, dass es nicht generell halt nicht viele sind und dass sie auch meiner Wahrnehmung nach immer nicht sehr lange irgendwie sichtbar sind. Das heißt, sei es dann, dass sie einen sehr bewegten Social Media Auftritt haben und die Profile dann irgendwann halt privat sind oder gelöscht werden. Oder dass sie versuchen, einen Blog zu starten, der dann irgendwie relativ schnell auch wieder verschwindet. Natürlich gilt das nicht für alle, aber das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Und dann natürlich auch der Punkt der personellen Überschneidungen. Das haben wir beispielsweise bei den Identitären oder der Jugendorganisation der FPÖ. Habe ich in meiner Recherche ein paar Beispiele gefunden, die bei der freiheitlichen Jugend sind und auch bei den Identitären. Genau, so, also generell irgendwie, es gibt sehr viele auch Rollenzuschreibungen oder Rollenangebote auch für rechtsextreme Frauen. Es ist jetzt nicht nur dieses Zuhause sein, Haushalt machen, Kinder bekommen, sondern durchaus eben auch Angebote, sei es jetzt als Landtagsabgeordnete der FPÖ,
oder eben an einer Organisationsrolle, vielleicht auch bei Mädelschaften oder beim Akademikerball oder XY. Und das macht es natürlich schon auch nochmal attraktiv für Frauen, aber prinzipiell, wenn man sich beispielsweise bei der FPÖ anschaut, von den 30 Abgeordneten, die sie aktuell haben, sind 5 Frauen. Also es gibt halt in einem bestimmten Rahmen Möglichkeiten für Frauen auch vielleicht Karriere zu machen oder aufzusteigen. Aber eben, wenn man sich dann halt die Geschlechterverteilung anschaut und quasi wie viel Handlungsraum dann wirklich da ist, ist es im Vergleich zu den Männern immer weniger und immer eingeschränkter. Genau. Und was auch ein guter Punkt ist, wo wir vielleicht auch ein bisschen eben schon zur Wahrnehmung rechtsextremer Frauen kommen. Und hier kann man vielleicht sprechen von einem Phänomen, also in der Literatur wird das teilweise benannt als Phänomen der doppelten Unsichtbarkeit, dass eben Frauen in einer sexistischen geschlechterstereotypen Zuschreibung friedfertig irgendwie wahrgenommen werden in der Regel oder eben auch nicht als Personen, die zum Beispiel eine starke politische Position beziehen, also so Frauen auch als unpolitische Personen wahrgenommen werden und gleichzeitig aber rechtsextreme Frauen das auch wissen und damit auch bewusst strategisch tun. Und das wiederum bedeutet, dass sie halt sehr lange auch nicht als rechtsextrem erkannt werden. Das heißt, sie sind nett, sie sind freundlich, sie sind nahbar. Das wird nachher dann vielleicht auch in dem Beispiel, das ich vorlese, auch nochmal deutlicher. Und andererseits natürlich Rechtsextreme, die das dann auch als größere Strategie nutzen. Beispielsweise, wer wird denn vorne hingestellt bei einer Demonstration, um das transparent zu halten und so weiter und so fort. Dass halt dann dieses strategische Nutzen von rechtsextreme Frauen werden harmloser wahrgenommen, anschlussfähiger, also auch irgendwie, das heißt, auch wenn es so um Fragen der, weiß nicht, jetzt vielleicht nicht notwendig Rekrutierung geht, aber es macht halt Sinn, Personen nach vorne zu stellen, wo Leute nicht Angst bekommen, jetzt irgendwie ganz blöd gesagt, sondern wo man sich denkt, hey, das sieht doch super nett aus oder oh, die hat doch gerade noch so nett mit mir geplaudert. So. Das heißt, diese bewusste Inszenierung auch und die strategische Nutzung. Genau. Oder halt Stichwort vielleicht Imageaufbesserung. Auch nochmal spannend, wenn man sich so Social-Media-Kanäle gerade von jüngeren rechtsextremen Frauen anschaut, da habe ich jetzt heute nichts vorbereitet, weil mir der Platz ausgegangen ist. Aber das ist vielleicht in der Doku zum Beispiel, die sie dann noch bekommen werden, sichtbar. Eben man sieht das Leuten ja auch nicht an, ihre politische Orientierung. Das sind halt wirklich auf Social Media viel, zum Beispiel auf Instagram, eine bestimmte ästhetische Inszenierung, viel mit Tieren zum Beispiel, mit süßen Tieren, viel in der Natur, also halt der Moment der Natur, der eben sich in der Ideologie auch so fundamental einschreibt, der sich dann auch in der Ästhetik widerspiegelt, mit schönen geflochtenen Zöpfen irgendwie im Wald, auf der Wiese, im schönen Sommerkleid. Es ist eine bestimmte Ästhetik, die halt auch auf den ersten Blick weder extrem politisch aufgeladen ist, noch irgendwie bedrohlich ist und gerade auf Instagram vielleicht sogar auch sehr ansprechend ist, wo man sich dann denkt, oh, irgendwie vielleicht will ich auch so leben oder oh, irgendwie der Stil gefällt mir. Und dann, wenn man so ein paar Postings so durchschaut, sieht man, ah, okay, da war sie jetzt auf einer Demo und dann gibt es einen Text dazu und so kann es dann auch sein, dass halt gerade für junge Menschen, die oder generell, wenn man halt nicht so eine hohe Medienkompetenz vielleicht hat, wenn man die Symboliken nicht erkennt, die Rhetoriken nicht kennt, dass man das gar nicht so merkt und dann so ganz irgendwie langsam da auch reinrutschen kann. Oh wow, okay. Das ist ein Beispiel, das ich jetzt, also ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Das ist jetzt nicht österreichischer Kontext, aber ich dachte mir, um quasi das zu verdeutlichen, was es heißt, diese doppelte Unsichtbarkeit, dieses rechtsextreme Frauen nicht als solche wahrnehmen und was dieses Wahrnehmungsdefizit dann auch bedeuten kann, wenn es dann konkret darum geht, dass rechtsextreme Frauen in Kontakt kommen mit dem Justizsystem zum Beispiel, mit Polizisten oder auch mit Sozialarbeitern, wie das halt auf weitreichende Konsequenzen haben kann, ist halt Beate Zschäpe
ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Ich vermute, Sie kennen Beate Zschäpe, also generell vielleicht nur kurz trotzdem. Sie war quasi wesentliches Mitglied des nationalsozialistischen Untergrunds, wo zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und Migrantinnen ermordet wurden, auch eine Polizistin ermordet wurde, mehrere Sprengstoffanschläge verübt wurden, Raubüberfälle verübt wurden, über 40 Mordversuche, wo eben gezielt Migranten und Migrantinnen ausgewählt wurden als Opfer. Und sie hat zusammen mit den anderen, also mit quasi mit Uwe Mundlos und Uwe Grünhardt, jahrelang unentdeckt im Untergrund gelebt. Und sie war sehr relevant auch dafür, dass es möglich war, so lange unerkannt im Untergrund zu leben. Vielleicht auch noch kurz zum Kontext. Mundlos und Grünhardt hatten nach einem fehlgeschlagenen Raubüberfall Suizid begangen. Und sie hat sich dann gestellt, aber hat, bevor sie sich gestellt hat, ihre Wohnung angezündet und dabei riskiert, dass alle anderen Bewohnerinnen im Haushalt auch sterben. Und sie hat auch, bevor sie sich gestellt hat, sind mehrere Tage vergangen, wo eigentlich unklar ist, was genau in diesen Tagen passiert ist, weil wir wissen, dass der NSU nicht aus diesen drei Personen nur bestanden hat, sondern aus einem großen Netzwerk von sehr vielen Personen, auch sehr vielen Frauen, die auch wesentlich darin waren, zum Beispiel ihr eine, für die Krankenkasse eine Karte zu besorgen oder ihr neues Gewand zu bringen, nachdem sie ihre Wohnung in die Luft gejagt hat, damit halt keine Brandspuren drauf sind. Das ist auch, um auf dieses Buch zurückzukommen, gibt es hier eine Auflistung von allen, also von ein paar Frauen, die man quasi im Prozess oder in den Ermittlungen entdeckt hat und quasi wie die auch nochmal aktiv im NSU waren und ihre Rolle, falls Sie das noch genauer interessiert. Genau. Und was halt auch spannend ist, es gab halt mehrere Momente in ihrer Biografie, wo man eigentlich schon erkennen hätte können, dass was schief geht. Irgendwie, also beispielsweise weiß man irgendwie, als sie halt jung war, hat sie sich schon rechtsextrem orientiert, war halt mit rechtsextremen Jugendlichen unterwegs, auch tatsächlich beteiligt an körperlichen Angriffen auf beispielsweise linke Jugendliche, wo es auch zu schweren körperlichen Verletzungen kam. Sie hat nie eine Vorstrafe bekommen. Sie wurde teilweise mit Waffen irgendwie aufgegriffen. Sie hat gegenüber einem Sozialarbeiter beispielsweise gesagt, auf die Frage, was sie denn später beruflich arbeiten möchte, hat sie gemeint, ja, erstmal müssen die Ausländer weg. Und es gab halt unterschiedliche Punkte, wo man sagen hätte können, da hätte man vielleicht noch etwas verhindern können, da hätte man vielleicht intervenieren können. Ist halt nicht passiert. Und bei ihr, also dieser ganze NSU-Prozess hat ja auch Jahre gedauert und es ist ja ein Riesenthema auch nochmal für sich. Aber ich habe für Sie vielleicht ganz kurz nur ein paar Überschriften irgendwie von der medialen Berichterstattung zusammengestellt. Da hätte es noch sehr viel mehr gegeben, die vielleicht auch teilweise, auch wie sie dann bezeichnet wurde. Aber ich möchte Ihnen verdeutlichen, wie schaut denn eine mediale Berichterstattung aus über eine Person, die eine tragende Rolle gehabt hat bei der Ermordung von unzähligen irgendwie Personen mit einer harten rechtsextremen Ideologie. Das sind dann so Bezeichnungen wie Nazi-Braut. Oder auch so diese, und das hat sie auch ganz bewusst gemacht, sie wusste irgendwie, sie wird als rechtsextreme Frau nicht so als bedrohlich wahrgenommen, wie wenn sie jetzt ein Mann gewesen wäre. Sie hat da auch bewusst irgendwie das in ihrer Strategie versucht zu implementieren, also auch hier das psychiatrische Gutachten, wo dann davon gesprochen wurde, sie sei in einer Art verschärfter Geiselhaft gewesen, als ob sie quasi ein Opfer gewesen wäre und sie war halt irgendwie mit diesen beiden anderen Rechtsextremen, ja, konnte da nicht aus, also so dieser Versuch auf sich als Opfer zu inszenieren oder hier, also so Zschäpe gibt sich emotional mit regungsloser Miene, also so würde man halt über Männer eher nicht schreiben, oder? Aber so, sie hat halt einen Bruch gemacht mit diesem Stereotypenbild von Frauen als friedlich, als fürsorglich, als sympathisch. Von ihr wurde auch erwartet, was von den Männern, die auch im Zuge dieses Prozesses befragt wurden und so weiter und so fort, dass sie Empathie zeigen kann oder dass sie Reue zeigt, Sachen, die halt in diesem Ausmaß nicht
von den Mitangeklagten erwartet wurden. Und deswegen ist es so regungslose Miene, so, also so ganz sexistische Berichterstattung auch. Oder hier die Mutter der Terrorzelle, weil sie sich halt um sehr viel Organisierungsarbeit irgendwie übernommen hat. Also zugleich so, sie wird halt nicht als die Täterin irgendwie begriffen, die sie halt einfach ist, sondern sie muss irgendwie passend gemacht werden, sei es irgendwie als Nazi-Braut, also als Freundin von oder als Mutter von. Oder auch hier, die war im Knast, also ganz, ganz absurde Sachen, wenn man sich irgendwie vorstellt, was da für eine Gräueltat aufgedeckt wurde, worauf die Medien dann wie schauen. Oder hier, ist sie stark oder ist sie schwach, wo man sich fragt, warum ist das jetzt relevant? Also ich meine, das war im Kontext vom psychiatrischen Gutachten auch, aber trotzdem, so, ich lasse es mal so stehen als Schlaglicht. Und kurz, wie spät ist es? Halb, oder? Ich bin kurz richtig. Jemand muss mir das jetzt sagen, wie schnell ich da jetzt weiter rasen muss. So kurz ist dich auch nicht. Oh Gott, es ist schon so spät. Okay, ich überspringe das jetzt. Also nur ganz kurz, es wäre halt ein Beispiel gewesen zu einer rechtsextremen Frau, die eben im Bereich von dem Kindergarten auffällig geworden ist, dass sie halt rechtsextrem organisiert ist, wo dann auch die Überforderung der Kolleginnen oder der Leitung irgendwie beschrieben wurde, wie man jetzt tun soll, weil sie war ja eigentlich immer so eine tolle Kollegin und Mitarbeiterin und da war ja nie irgendwas und irgendwie muss man sie jetzt raushauen. Ich werde da jetzt vielleicht angesichts der Zeit jetzt mal ein bisschen Freestyle durchgehen und möchte abschließend noch kurz was sagen zu dem Schlagwort Antifeminismus. Prinzipiell großer Punkt ist in den letzten Jahren, was auch verstärkt beobachtet wurde, wieder ein Versuch quasi der Retraditionalisierung einer natürlichen Geschlechterordnung, das heißt zurückgehen zu einer bestimmten historisch auch verklärten Idee von Männer sollen wieder so sein, Männer sollen wieder Männer sein, Frauen sollen wieder Frauen sein und so weiter und so fort. Und die Idee, der Feminismus verbietet das aber oder der Feminismus ist schuld, dass wir jetzt da stehen, wo wir heute stehen und eben Männer so verweiblicht und schwach sind und Frauen so, weiß nicht, Karriere nicht mehr weiblich genug. Und da muss man eben sagen, einerseits ist Antifeminismus breit, also gesamtgesellschaftlich breit, eigentlich aufgestellt ist und jetzt auch nicht nur beispielsweise im, weiß nicht, christlichen Fundamentalismus ist Antifeminismus auch ein ganz starker irgendwie Bestandteil, sondern wir sehen Antifeminismus schon in Debatten um geschlechtersensible Sprache zum Beispiel. Also oder so in Zugängen zu dem Thema geschlechtersensible Sprache von, okay, da wird jetzt aber eine Sprache verhunzt und das kann man ja nicht machen und so weiter und so fort. Sie kennen vielleicht Schlagwörter wie Gender-Gaga oder Gender-Terror, was auch quasi jetzt also auch ein Anti-Genderismus oder ein Einsetzen gegen beispielsweise auch die Gender Studies, also die Geschlechterforschung an den Universitäten, als ein Kampffeld des Antifeminismus. Und vielleicht kurz, was ist Antifeminismus überhaupt? Antifeminismus beschreibt eigentlich das Ablehnen von tatsächlichen oder vermeintlichen Anliegen feministischer Kämpfe. Also eine super kurze Version. Antifeminismus finden wir in unterschiedlichen Kontexten von unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen. Und eben beim Antifeminismus finde ich immer ganz wichtig zu verstehen, dass es eine Scharnierfunktion hat. Eben Antifeminismus dadurch auch, dass es gesamtgesellschaftlich so normalisiert ist, sei es irgendwie jetzt in der aktuellen Regierung bis zum Stammtisch, ist das ein gefährlicher Moment auch, dass sich ja eben antidemokratische Bündnisse auch aufstellen. Das heißt, eben gerade wenn es unter diesem Schlagwort Schutz der Kinder zum Beispiel geht, ist es für Rechtsextreme halt ein super Punkt, um anzudocken oder Diskussionen um Frühsexualisierung oder jetzt auch, wir sehen das in den USA gerade sehr stark, diesen Angriff auf Drag Queens zum Beispiel. Dass Drag Queens, also quasi, wissen alle, was eine Drag Queen ist? Da geht es viel um Gender Performances, quasi Männer durch, es ist, würde ich sagen, eine Kunstform, die halt sehr stark verortet ist aus der LGBTIQ-Bewegung,
wo dann, es gab zum Beispiel letztes Jahr, vielleicht haben Sie das mitbekommen, Drag-Queen-Lesungen, wo dann eben Drag-Queens Kindern vorlesen, als quasi ein Moment, irgendwie Vielfalt oder Pluralität zu verbreitern und halt vielleicht Vorurteile abzubauen und halt Kinder schon sehr früh auch irgendwie zu vermitteln, Menschen können unterschiedlich sein und das ist nichts Schlimmes oder Bedrohliches. Das ist zum Beispiel gerade für die extreme Rechte, aber auch für sehr viele andere Akteure und Akteurinnen ein Kampffeld. Jetzt noch vielleicht kurz zu ein paar konkreten Beispielen, bevor wir in die Diskussion auch gehen können, dass da auch noch dafür Zeit ist. Das ist eben Beispiele von der Facebook-Seite einer Mädelschaft. Die Mädelschaft heißt Sigrid zu Wien. Man muss auch dazu sagen, diese Mädelschaften, und die sind auch nicht sehr gut erforscht, was unter anderem einerseits daran liegt, dass sie halt historisch auch nicht so alt sind wie halt die Burschenschaften, dass sie, es gibt weitaus weniger Mädelschaften als Burschenschaften, und was man auch noch dazu sagen muss, nicht nur sind sie halt deutlich weniger, sie haben halt auch weniger Personen und eben dadurch, dass sie halt historisch auch weniger alt sind, sind diese Seilschaften auch nicht im gleichen Ausmaß vorhanden, wie sie bei Burschenschaften zum Beispiel da sind. Also so dieses, man tritt einer Burschenschaft bei und das ist quasi ein Bund fürs Leben, wo dann auch bei Jobs zum Beispiel geholfen wird. Und das hat man bei Mädelschaften nicht so. Es gibt aber schon auch Beispiele von Personen, die in Mädelschaften waren, die dann mal auch im Nationalrat saßen. Wenn es jetzt, oder zumindest die quasi politisch dann auch wirklich in relevanten Ämtern saßen. Und hier habe ich Ihnen drei Fotos rausgesucht, die auf der sehr dürftigen Facebook-Seite auffindbar waren, sind aus dem Jahr 2017. Und ich lese das einfach kurz vor. Hier steht zum Beispiel Putting Feminists in their place, und drunter steht Just Nationalist Girls. Oder hier Nothing is dangerous to feminism as a traditional girl. Und halt, wie ich vorhin gesagt habe, so diese Naturbilder, diese Kleider, also so, das ist quasi die Idee, wie eine Frau zu sein hat. Und hier unten auch irgendwie Family instead of Feminism. Also das war wohl eine Mini-Kampagne, die sie hatten aus dem Jahr 2017. Ich habe sonst auch nichts Einschlägiges mehr gefunden. Eben die Social-Media-Auftritte sind meistens wirklich sehr schwach und sehr bedeckt. Also auch irgendwie Gesichter, die verpixelt werden oder nur Fotos von hinten. Das heißt, da schaut man schon irgendwie, dass ein Außen nicht so viel mitbekommt. Und einfach nur als Beispiel, sie können die Bilder auf sich wirken lassen. Prinzipiell sind sie inhaltlich halt eher schwach oder werden halt auch nicht ausgeführt, warum jetzt zum Beispiel traditionelle Mädchen gefährlich sind für den Feminismus oder warum sich das vielleicht auch nicht ausgeht, weil auch im Feminismus gibt es ja unterschiedliche Feminismen, sag ich mal. Und es gibt im Feminismus zum Beispiel auch konservativen Feminismus. Also so, eigentlich sehe ich hier jetzt keinen Widerspruch, aber anscheinend gibt es einen, den ich nicht verstehe. Oder auch hier Family instead of Feminism, das ist halt eine, vielleicht auch eine populistische Strategie, Feminismus darzustellen als etwas, was Familiengründung oder Bildung ablegt oder gegen Kinder ist und so weiter und so fort. Und nur als kleine Schmankerl, vielleicht fand ich lustig, irgendwie diesen Hashtag, den sie dazu hatten, war Nationalstaat asozial. Und asozial unter Anführungszeichen als ein Begriff aus dem NS. Also im Sinne von, ich habe nicht ganz verstanden, was sie da versucht haben. Ich finde, es ist nicht gelungen. Aber ja, nur als einen Eindruck vielleicht. Dann haben wir hier einen Artikel von einer Aktivistin, die bei den Identitären aktiv ist und auch bei der FPÖ-Jugendgruppe, die von der Wiederkehr richtiger Männer spricht und in diesem Artikel sich am 8. März abarbeitet und eben dieses Narrativ, das ich jetzt eh auch schon ein paar Mal beschrieben habe, sehr ausbreitet von der Feminismus ist schuld, dass Männer keine richtigen Männer mehr sind und irgendwie das quasi diese Ablehnung, was Sie vielleicht auch kennen, dieser Begriff der toxischen Männlichkeit, der häufig undefiniert, aber inzwischen auch schon irgendwie vielen Menschen bekannt ist, den sie quasi auch ablehnt, nicht im Sinne von Männer sollen toxisch sein, sondern sie sagt halt das, was in der Regel als toxisch bezeichnet wird,
also dieses Dominanzsein, dieses Starksein, dass das quasi nicht abgelehnt werden sollte, sondern dass Männer eben so sind und dass Männer wieder so sein sollen dürfen. Und zugleich halt auch Frauen, in Bezug auf Frauen, eine bestimmte Femininität wieder eingefordert wird. Eine bestimmte Weiblichkeit oder eben auch, ich glaube, sie im Artikel schreibt sie von Femininität und Mütterlichkeit. Und dieses Bild dazu, also immer auch irgendwie dieses Bild sieht ja so auch sehr unverfänglich aus, finde ich. Also, und das zeigt halt auch wieder diese Anschlussfähigkeit, finde ich sehr gut. Eben, das sind Personen, wo ich sagen würde, die sehen jetzt ganz nett eigentlich aus und unbedrohlich und harmlos. Und als drittes Beispiel habe ich eine schon ein paar Jahre ältere Kampagne, die aus diesem Umfeld der Identitären kam, und zwar von identitären Frauen selbst auch durchgeführt. Also es gibt nicht so viele Beispiele, finde ich, wo wirklich nur identitäre Frauen oder identitäre Frauen im Vordergrund sind. Das ist ein Beispiel davon, und auch wenn es schon etwas älter ist, wollte ich es noch kurz irgendwie vorstellen. Das ist in dem Kontext auch zu sehen von der MeToo-Bewegung, ein Versuch quasi, diese Thematik quasi feministisch von rechts zu besetzen und aufzugreifen. Gab nicht viel Resonanz drauf. Also hier diese 120 Dezibel. 120 Dezibel quasi ist die Lautstärke von einem Taschenalarm. Also sie haben das versucht halt quasi so zu imaginieren und haben halt, da gibt es ein Video drauf, das wollte ich jetzt nicht reproduzieren, aber wenn es Sie interessiert, das kann man auf YouTube sich auch anschauen, findet man wahrscheinlich eh unter 120 Dezibel und Identitäre, wenn Sie es sich anschauen wollen, wo dann halt auch rhetorisch viel gearbeitet wird mit ich als weiße Frau, ich als deutsche, österreichische Frau traue mich nicht mehr nachts alleine auf die Straße, weil überall ist diese allgegenwärtige Bedrohung durch den fremden Mann, durch den migrantischen Mann, und quasi der Appell, und das ist auch ganz wesentlich, der Appell, man möge sie doch wieder schützen und wir brauchen jetzt irgendwie die starken Männer, die das für uns übernehmen. Also halt auch diese Anrufung wieder an eine bestimmte Männlichkeit, dass Frauen sich nicht selbst schützen können, sondern sie müssen geschützt werden und die Politik muss sich ändern, damit sie geschützt werden. Also auch eine Anrufung, das hatten wir ja auch schon, an den starken Staat, der hier wieder für Sicherheit sorgt, der hier für Ordnung sorgt und eben die Männer, die das sie auch schützen sollen. Hier sind irgendwie noch auch Bilder. Also hier sieht man beispielsweise drei Frauen, die auch in dem Video drinnen waren, mit diesen Frauen wehrt euch. Genau. Und hier in diesem zweiten Bild halt auch sehr relevant, Frauen gegen importierte Gewalt, das heißt eine Ethnisierung von Gewalt gegen Frauen. Die Idee, bei uns gibt es ja keine Gewalt mehr. Die Gewalt kommt quasi nur noch von außen, die Gewalt wird importiert, aber es halt komplett ausblendet, dass natürlich irgendwie Gewalt auch unter autochthonen Österreicherinnen ein nach wie vor sehr großes Problem ist, nicht nur gegen Frauen, auch gegen Kinder, also so Gewalt gegen Kinder ist nach wie vor, würde ich sagen, relativ Usus auch in Österreich. Und das ist dann halt das ist halt etwas, was nicht thematisiert wird. Genau, das war eigentlich jetzt auch das Ende. Ich habe jetzt nochmal versucht, alle wesentlichen Punkte irgendwie zusammenzufassen, weil der Vortrag doch recht dicht war. Und das kann wahrscheinlich gerade niemand lesen, ich auch nicht, weil ich meine Brille nicht auf. Aber wir können jetzt entweder in die Diskussion einfach direkt starten oder ich kann das auch nochmal schnell kurz zusammentragen, wie Sie wollen. Also ich glaube, zeitmäßig können wir auch direkt in die Diskussion starten oder, falls es Fragen gibt, vielleicht direkt in die Fragen. Oder ich stelle es auch nochmal kurz vor. Das war jetzt zu abrupt, oder? Das Ende war zu abrupt. Ich werde das einfach nochmal kurz vielleicht zusammenfassen und dann gehen wir in die Diskussion. So, also eben Bullet Point mäßig, Sie können sich das auch gerne abfotografieren vielleicht, wenn Sie wollen, und sich nachher nochmal in Ruhe auch anschauen.
eben ideologische Grundlage, dieser Naturbegriff, dieses absolut gesetzte Verständnis von Natur, das nicht hinterfragbar ist und nicht veränderbar ist und das quasi verteidigt werden muss, auch davon abgeleitet eine als natürlich verstandene Ungleichheit, die quasi alles regelt, sei es eben Männer-Frauen-Geschlechter-Verhältnisse, sei es generell das Zusammenleben auch nochmal halt global gesehen mit unterschiedlichen Volksgemeinschaften. Wesentlich finde ich eben auch nach wie vor dieses Verstehen von Volksgemeinschaft als ein lebendiger Organismus, der gesund und stark gehalten werden muss und der nach außen hin auch verteidigt werden muss. Dieses Stichwort von Männern und Frauen als gleichwertig, aber nicht gleichartig mit davon abgeleiteten Aufgaben, Geschlechterbildern und so weiter und so fort, Stichwort eben patriarchal-hierarchisch. Genau, dann auch die Nutzen oder die Funktionen, die Rechtsextremismus für Frauen haben kann. Ein vermeintlicher Schutz eben beispielsweise vor Gewalterfahrungen, eine Komplexitätsreduktion in dieser Fülle an Möglichkeiten, die einem halt die aktuelle westliche Gesellschaft vielleicht bietet. Ein Erhalt quasi von als bedroht angesehenen Privilegien. Und die vielleicht wichtige Takeaway-Message ist, rechtsextreme Frauen als rechtsextreme Frauen ernst zu nehmen, nicht auf sexistische irgendwie Geschlechterstereotype reinzufallen oder sich von Fassaden täuschen zu lassen und zu erkennen, was für eine wesentliche Rolle sie auch spielen, wenn auch vielleicht eben in bestimmten Bereichen zahlenmäßig weniger Frauen sind oder sie, gerade wenn es halt um bestimmte Straftaten noch geht, weniger vertreten sind, trotzdem sie ernst zu nehmen und zu verstehen, dass sie halt eine wichtige Funktion und Rolle auch für den Rechtsextremismus eben vor allem in ihrer Anschlussfähigkeit an eine politische Mitte auch erfüllen und auch vielleicht als was ist noch zu tun oder was muss man jetzt tun, gibt es auch ganz viele Bereiche, wo ich, das fängt an bei wie berichten Medien über Rechtsextreme generell, aber konkreter auch über rechtsextreme Frauen? Oder welche Rolle spielt in der medialen Berichterstattung halt auch, dass man geschlechtersensibel berichtet? Bis zu wissenschaftlich haben wir halt super viel, einfach was wir noch nicht wissen, was halt auch schwierig ist, wenn es zum Beispiel kein Monitoring gibt oder halt das Monitoring von einer Stelle in Österreich alleine betrieben wird, mit mangelnden, mit geringen Ressourcen vielleicht. Und ich finde eben auch spannend, so für die Frage auch der Mädchenarbeit beispielsweise, also in der offenen Jugendarbeit oder auch in Schulen ist das, würde ich mal vielleicht behaupten, nicht so normalisiert oder ausgeprägt, dass halt irgendwie so eine kritische Mädchenarbeit auch passiert im Sinne von Extremismusprävention, dass man da halt, wenn man halt rechtsextreme Frauen generell nicht ernst nimmt, schlägt sich das ja natürlich auch auf ganz vielen anderen Bereichen nieder, eben in der Jugendarbeit, in den Schulen und so weiter. Also so auch Fragen von, je früher man das erkennt, dass sich jemand vielleicht rechtsextrem orientiert, desto eher hat man noch eine Chance zu intervenieren und zu sagen, hey komm, schauen wir mal irgendwie, was da gerade passiert. Genau. Das sind so die Bereiche, die ich nochmal spannend gefunden habe, jetzt zum für mich auch weiter nachdenken. Damit wäre ich fertig und eben, wie gesagt, Sie können gerne das auch nochmal abfotografieren, wenn Sie wollen. Die Folie wird jetzt wahrscheinlich eh noch irgendwie bleiben und wir haben jetzt noch etwas Zeit für Fragen, Diskussionen, gerne auch Inputs vielleicht Ihrerseits, falls Sie, weiß ich nicht, aus spannenden beruflichen Bereichen vielleicht auch kommen.